Die Spielweise von Pep Guardiola in Zahlen. Legen wir los mit den Titeln, die Guardiola bei den Bayern in 3 Jahren gewann. 3-mal deutscher Meister, 2-maliger DFB-Pokalsieger, dazu noch 1-mal den UEFA Supercup und die Clubweltmeisterschaft gewonnen. Es war also mit Ausnahme der Champions League alles dabei bei Pep Guardiola. Die Zahlen, die jetzt folgen, sind aus dem Deutschland-Tagebuch von Marti Peranau, der Pep Guardiola und seinen Trainerstab bereits seit Jahren schriftstellerisch begleitet. Aber machen wir es konkret. Was bedeutet der Spielstil von Guardiola in Zahlen? Erstens, alle Mannschaften von ihm waren jeher von Ballbesitz geprägt. 70,5% im letzten Jahr waren der Höchstwert in Europa und gute 9% mehr Ballbesitz als unter Jupp Heynckes, FC Bayern. Und natürlich gehört da ein forciertes Pass- und Positionsspiel dazu. Gute 1,8 Pässe mehr pro Spielminute verbuchten die Bayern unter Guardiola mit klarer Tendenz nach oben von Jahr zu Jahr. Aber es ist natürlich nicht nur die Quantität, die zählt, sondern vor allem die Qualität. Mit fast 79% angekommener Bälle zogen die Bayern ein sehr präzises Passspiel auf. Entscheidendes Kriterium: kurze Pässe und eine kurze Ballverarbeitungszeit, im besten Fall unter einer Sekunde. Vorausdenken ist also gefragt. Alaba, Lahm und Alonso hatten mit 90% überragende Passquoten, natürlich auch aufgrund ihrer Position. Einen etwas schwereren Stand hatte Mittelstürmer Robert Lewandowski und vor allem Außenstürmer Thomas Müller, der es nur auf 70% Passpräzision schaffte, sich jedoch im dritten Jahr enorm weiterentwickelte. Im nächsten Punkt möchte ich auf die extrem hohe Verteidigung zu sprechen kommen. Von 36 Metern vor dem Tor als Grundaufstellung unter Heynckes bis 48,5 Meter im letzten Guardiola-Jahr. Effektiv bedeutet das, dass die Bayern im Schnitt 8 Spieler in der gegnerischen Hälfte positioniert hatten. Die Innenverteidiger waren, im Schnitt wohlgemerkt, auf Höhe der Mittellinie. Welche Art der Spieler benötigt man für dieses Positionsspiel? Zum Beispiel einen schnellen und antizipationsstarken Torhüter wie Manuel Neuer, der extrem viel Raum abdecken muss. Oder einen Innenverteidiger mit hoher Flexibilität und Endgeschwindigkeit wie Jerome Boateng. Erst dann kann aus Ballkontrolle Spielkontrolle werden und erst dann kann man sich auch wagen, ein möglichst druckvolles Gegenpressing auszuüben. Dass Angriff tatsächlich die beste Verteidigung sein kann, zeigt die abnehmende Anzahl an Gegentoren bis hin zum historischen Bundesliga-Rekord. Jetzt kommt das große Aber. Ballbesitzfußball minimiert das Konterspiel fast gänzlich. Nur 30 Konter pro Saison, also weniger als ein Konter pro Spiel, führten zu deutlich weniger Kontertoren unter Guardiola. Und auch zu Spielern, die nicht so recht ihre Rolle finden konnten oder unzufrieden waren. Zum Beispiel Franck Ribéry oder Mario Götze. Der taktische Variantenreichtum von Pep zeigte sich in 10 verschiedenen Eröffnungen und ganzen 23 Spielsystemen. Das führte unter anderem zu mehr Torschüssen. Und zu Torschüssen möchte ich kurz Werbung in eigener Sache betreiben. Und zwar veranstalte ich Torabschlusscamps, bei denen ich über Technik und Taktik des Toreschießens referiere. Fester Bestandteil sind dabei auch die Videoanalyse der Schusstechnik aller Teilnehmer. Falls ihr Interesse habt, schreibt mich doch einfach unter torabschlusscamp@gmail.com oder per Facebook unter Coach Jens an. Aber zurück zum Wesentlichen. Zum Thema Eröffnungen habe ich noch ein schönes Zitat von Guardiola-Freund und Schachlegende Garry Kasparov. Die Eröffnung ist weit mehr als eine banale Mobilisierung der Kräfte. Mit ihr bestimmt man, wie die Schlacht aussehen wird, und sie ist die erste und beste Gelegenheit, das Spiel dahin zu verlagern, wo man am besten aufgestellt ist, um den Gegner zu besiegen. Es ist bekannt, dass Guardiola Eröffnungen immer und immer wieder eintrainieren lässt, so wie beim Basketball die Offensivspielzüge einer Mannschaft. Und es ist ebenfalls bekannt, dass Pep auf eine Zonenverteidigung bei Eckbällen setzt. Und das mit durchschlagendem Erfolg. Nur 7 Eckballtore in 3 Jahren, also jeder 67. Eckball, haben sich die Bayern gefangen. Im letzten Jahr kein einziges. Für mich ein gutes Argument für eine Raumorientierung bei Eckbällen. Und nun zum letzten Punkt. Wahrscheinlich ist kein Fußballtrainer der Welt fordernder als Pep Guardiola. Wer bei ihm spielen möchte, muss an sich arbeiten wollen
und möglicherweise Altbekanntes aus seinem Spielrepertoire verbannen. Die Checkliste von Guardiola ist detailliert und anspruchsvoll. Und sie benötigt Zeit zur Umsetzung, egal ob beim FC Barcelona, den Bayern oder bei Manchester City. Anschließend kann ich jedem an Fußballtaktik interessierten Fan das Buch von Marty Peranau wärmstens ans Herz legen. Unterm Video ist ein Link zum Buch. Kauft es über diesen Link, weil ihr dadurch diesen YouTube-Kanal unterstützt. Mit besten Grüßen, Coach Jens.